Desdemona! Ich hab euch heil hierher gebracht. Du hast sie allesamt getötet. Und du stehst noch immer. Ich bin einfach geil. Wenn man geil. Das doch nur auch von Glory sagen könnte. Ach so, ja. Aber das dafür tut ist mir jetzt leid. Keine Zeit. Die Bruderschaft hat uns deutlich unterschätzt. Ihr nächster Angriff wird um einiges schlimmer werden. Also tun wir das, womit niemand rechnet. Wir greifen sie wir an. Wir eliminieren die Bedrohung ja. der Bruderschaft. Jetzt. Ja. Und der Schlüssel dazu ist die Zerstörung ihrer Fernrüstung. Der Pridwen. Zum Glück haben wir einen Notfallplan hierfür. Tom? Wir aktivieren Operation Ihr habt schon einen Plan? Was? Aber für Roter Glanz brauchen wir einen Vertibird der Bruderschaft. Dann wird Silberzunge einen für dich besorgen. Ja, na sicher. Ich hab ja sonst keine Hobbys. Ihr könnt auf mich zählen. Nach dem, was mit Glory passiert ist, brauchen wir dich mehr denn je. Danke, dass du für uns da bist. Na, ist doch selbstverständlich. Die Bruderschaft hat die Polizeistation von Cambridge besetzt. Beobachter in der Nähe melden, dass dort so gut wie immer ein Vertibird auf dem Dach steht. Schnapp dir den. Und Tom? Du begleitest ihn. Ich? Was? Im Feld? Niemand sonst kann das verdammte Ding fliegen. Tu es für Glory. Abmarsch. Alles klar. Trifft Tüfteltom Polizeirevier. Geht, klar. Desdemona. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Ja, ist gut. Die Bruderschaft könnte jeden Augenblick schon. Zurückkommen. Deacon ist auch da. Ich glaube, was ich zwischendurch dringend machen muss, ist... Ich muss mal nach Sanctuary zurückkehren. Ich will einfach wissen, was Paladin Dance gerade macht. Ich muss es einfach wissen. Läuft er da gerade Amok, weil ich böse bin? Ist er einfach abgehauen? Also ihm gegenüber böse, beziehungsweise seiner Bruderschaft gegenüber böse? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte es wissen. Zum Glück laufen einem wichtige was weiß ich, sensitive Aufgaben nicht weg. Wir sollen uns zwar beeilen, aber pff, was machen die, wenn wir uns nicht beeilen? Sterben? Oh, wahrscheinlich schon. Egal. Zumindest kriege ich noch meine Bruderschaft kaputt. Ich hatte schon fast vergessen, dass es ja noch Ladebildschirme gibt. Aber nur fast. Der Ladebildschirm geht ja bis ins neue Jahr, Alter. Ist nicht mehr normal. Ja... Ach da, nach 12 Minuten sind wir dann auch schon draußen. Boah. Ja, und jetzt kommt der nächste Ladebildschirm, weil wir gehen tatsächlich erstmal nach Sanctuary. Das ist notwendig. Zwingend notwendig. Mal sehen, was der Herr Paladin so zu sagen hat, wenn er denn was zu sagen hat, wenn er noch da ist. Wahrscheinlich sagt er, ach Mann, das finde ich jetzt aber voll doof, Alter. Ich würde es an seiner Stelle sagen. Mann, Alter, voll doof, nicht gut. Lass doch mal. Können wir nicht friedlich drüber reden? Oha, die Sonne scheint ja bei mir gerade. Boah, das ist ungewöhnlich. Ich glaube, die Sonne hat seit ungefähr 2 Wochen nicht mehr geschienen. Nice. Vielleicht muss ich gleich ein bisschen rausgehen. Oder ich spiele weiter Fallout 4. Schwere Entscheidungen. Ah, ich spiele weiter Fallout 4. Hangman's Ende hat durch Angriff Schaden genommen. Ja, mir doch egal. So, wo ist Dance? 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 Der lief doch immer, der stapfte doch hier rum. Ich weiß es einfach. Aber wo ist er hin? Dance? Ich hab Zeit zum Reden. Da! Was ist denn los? Man kann alles reparieren. Nein, das ist Strong. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht wo ist nur die Dance? Werkzeuge. Manchmal ist ja, ja. Nicht verstehen, Mensch.
Hatte ich mir nicht eine Glocke hingestellt, die alle Bewohner anlockt? Kommt mal alle her. Ich entgifte mich zwischendurch mal kurz. Ah, gleich besser. Hier, Hancock, du kannst mir kurz den Kram geben. Guck mal nach. Ich guck mal nach, natürlich. Waffen, Kleidung, Schrott. Den nehme ich dir einmal ab. Den kann ich ja gleich... Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Man tut, was man tun muss. Sie kommen alle an, aber noch sehe ich keinen Dance. Was? Irgendwann. Supermutanten töten alles. Ja, sicher. Wer hat da gerade Raketen geschossen? Bald Milch der Menschenliebe. Du und deine Milch, Alter. Guck, sie kommen alle an, aber ich sehe keinen Dance. Ich glaube, er ist nicht mehr hier. Was könnte man daraus machen? Pudding. Ich glaube, wirklich, er ist nicht mehr da. Ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Na, das wäre schön. Ja, ich befürchte, Dance ist abgereist. Strong sein hungrig, wollen essen. Strong wollen kaputt hauen. Ja, ich weiß, Strong, du willst alles kaputt hauen. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Nein, wo kein Dance. Etwas, kein Dance. Der danced jetzt irgendwo andersrum. Schade, ich hätte zu gern gewusst, was er so zu sagen hat. Ob er irgendeinen cleveren Kommentar hat zu der ganzen Angelegenheit. Aber er ist wahrscheinlich zurück zu seinen Leuten gegangen. Weißt du was? Zeig unserem ja, das finde ich gut. Schade, schade, scheint schade. Wirklich was zu werden. Dann muss ich erstmal ernten. Es ist ja nicht so, dass die Zeit drängt oder so. Ach, Moment, tut sie doch. Egal, erstmal ernten. Ernte, ernte, ernte. Könnten auch ruhig meine Lakaien hier mal ein bisschen ernten, oder? Warum muss ich das eigentlich immer machen? Die sehen doch auch, dass alles reif ist. Hier, der Kürbis ist auch da. Danke. Naja, wenn man sich nicht selber kümmert. So. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Geh mal kurz nach zu Haus. Hechel, Hechel. Waffelwerkbank. Da können wir eventuell das Gleisgewehr mal noch ein bisschen aufbohren. Standardverschluss. Automatischer Kolbenverschluss. Verbesserte Feuerrate, unterlegene Reichweite. Oh, gut, die Reichweite sinkt ein bisschen. Die Feuerrate steigt. Oh, der Schaden sinkt aber gewaltig. Der Schaden halbiert sich mal eben. Nope. Nope. Wir werden sicher nicht den Schaden halbieren. Kurzer Lauf, verlängerter Lauf. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Komm, ich mach's. Standardkolben, Rückstoßdämpferkolben. Außergewöhnliche Rückstoßdämpfung. Jawohl, nehmen wir auch. Standardvisier. Ne, da muss ein Reflexvisier dran. Die sind einfach am besten. Mündungsbremse, Bajonett. War doch kein Bajonett. So nett bin ich ja nur auch wieder nicht. Rüstungswerkbank. So, was ist nun mit... Ach so, das kann man gar nicht aufrüsten. Die Railroad Rüstung Mark 19 oder welche das war. Aber ich weiß schon, was ich damit mache. Die kann ich hier einer Puppe anziehen. Guck hier, das ist so eine Puppe. Und da ziehen wir dann so... Ist natürlich noch warm, weil ich hier gerade erst eine Leiche ausgezogen habe. Zack. Sieht aber ziemlich nice aus. Fehlt eigentlich nur noch ein Helm drauf. So, wer schläft da mal im Bettchen? Das ist unerhört. Piper? Piper! Hey, Piper. Ist ja schön, dass du es bequem hast, aber es ist mein Bett. Danke. Ist auch nett. Jemanden wecken, damit man sich schnell ins Bett legen kann.
Aber Piper versteht das, wir sind ja Freunde. Die kann sich ja auch woanders hinlegen. Sind da genug Betten in der Siedlung, oder nicht? Kannst du nur noch auf dem nackten Boden schlafen, ist mir eigentlich auch egal. Jetzt hat sie erstmal wegteleportiert. So, ich muss natürlich auch noch schnell was kochen. Ich weiß, es pressiert. Ich muss die Bruderschaft erledigen. Aber ich muss erstmal Gemüsekleber kochen. Ah, Leguan. Das war's auch schon. Haben wir noch was an Drogen da, was wir brauen können? Ja, zu... Nein. Zurück, danke. Ein paar Stimpacks sind immer lecker. Aber das Beste sind selbstverständlich die Drogen. Ah, Drogen. Die Menschheit ist seit den Bomben tief gefallen. Ja, so geht's der Menschheit immer. Die fällt immer tief. Aber die fällt auch immer voll auf die Fresse, musst du dabei bedenken. Egal wie tief die Menschheit fällt, sie fällt immer voll auf die Fresse. Und fällt dann einfach noch weiter. Das ist ein Talent. Das kann nicht jeder. Ich kann mal wieder die paar davon hier lassen, weil ich schon wieder voll mit den Dingern bin, was natürlich gut ist. So. Ich muss mal wieder irgendwas Waffenartiges hier lassen. Aber was? Oh, ich habe noch irgendein Sturmgewehr dabei. Hä? Und, ach, das Gauss-Gewehr stelle ich auch noch mit mir rum. Das lasse ich aber hier. Das ist viel zu schwer. Und das Gleisgewehr ist auch nicht gerade leicht. Dö. Dafür habe ich auch so wenig Munition. Das ist wenig. 572. Naja. Brauchst du etwas, Monsieur? Vielleicht. Wo ist eigentlich Hancock jetzt hin? Hank? Ein neuer Tag. Wir haben wohl was richtig gemacht. Wo bist du denn? Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich wollte nochmal sehen, ob ich mit Hancock reden kann, weil er vorhin meinte, vorhin stand, Hancock hat das geliebt. Dann steigt man ja eigentlich immer so, hey, neue Redeoptionen frei. Hancock, meistens. Willst du dir den Tag ein bisschen aufhören? Oh, Jet, danke. Ich wollte nur wissen, wie es mit uns läuft. Also ich finde, du bist genau mein Ding. Nice. Na, oh, dann war es das offenbar. Das ist erstmal alles. Verstanden. Ich kann kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Ja, gestern sind sie noch am Meckern. Ich hoffe, der Regen hört endlich auf. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass die gottverdammte Hitze aufhört. Ihr müsst euch mal entscheiden. Vor allem muss ich endlich mal aufräumen. Abgründe des Krieges. Trifft Tüfteltor im Polizeirevier. Töte Desdemona, mache ich aus, weil das mache ich einfach nicht. So. Polizeirevier Cambridge. Ob ich Dance da vielleicht treffe? War das nicht ihr Polizeirevier, wo er war? War das Cambridge? Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber doch, ich glaube, das war's, ne? Oh je. Weil der Dance war ja eigentlich so ein relativ netter, auch wenn er so ein bisschen Fascho war. Aber das sind sie alle bei der Bruderschaft. Das ist halt das Problem. Mit Ad Victoriam und so ein Kram. Na, ich guck mir das mal an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ihn über den Haufen schießen muss. Und wäre das wirklich so schlimm, frage ich mich. Ein bisschen schlimm wäre es schon, ja. Aber wäre es so schlimm? Mal gucken. Ach, da sind wir schon. Alter, was? Alter,
Ist der durch zwei Leute durchgegangen? Krass. Oh toll, kleiner Grafikfehler. Schön. Komm raus, erledigen wir dich. Oh, da oben auch. Ich mag dieses Gleisgewehr, das ist einfach super. Das ist echt klasse. Hast du noch mehr? Was explodiert da schon wieder? Müssen wir mit ihren Atomgebombe aufhören? Sag mir, was ich tragen soll. Oh, was ist das für ein Grafikfehler schon wieder? Der ist unschön. Den mag ich nicht. Ja, ja, wo bist du denn? Sag mal. Was geht denn hier wieder alles in die Luft? Mach keine Gefangenen. Okay. Jetzt werde ich aber wild. Wenn sie drauf besteht, dann mache ich natürlich keine Gefangenen. Ich hatte, eigentlich hatte ich ja vor, Gefangene zu machen. Können wir hier das Tor nicht... Komm raus, dann bringen wir es zu Ende. Konnten wir das nicht irgendwie aufmachen? Ja, von innen, ne? Ich gehe mal rein. Oh, Hancock hat sich schon drum gekümmert. Feiner Hancock. Wir gehen rein. Ich frage mich ernsthaft, ob Dance eventuell hier ist. Ich würde mich nicht gut dabei fühlen, den abzuknallen. Ehrlich nicht. Und die anderen aus seinem Team eigentlich auch nicht. Die müssen ja auch noch hier sein. Hier, hier, anlegen! Was für ein Leiden? Wovon redest du? Was das? Für die Oh Gott. Sie sind noch am Betteln, wenn die hier... Oh Mann. Hast du ihn irgendwo gesehen? Da ist auch ein Geschützturm. War nicht dein Tag. Nee, das war niemandes Tag heute, glaube ich. Und die sind schon wieder am Aggro schieben. Klar. Gerade du. Was ist mit mir? Was machst du da? Soll ich ihn freilassen? Warum? Für ältester Mensch. Also, los! Lass mich nicht zurück! Warte, warte. Bitte! Irgendjemand! Bitte! Ich bin ja hier! Schrei doch nicht so! Ich muss erstmal hier in den Terminal reingucken. Immer Stück für Stück. Warum ist der da eingesperrt? Warum ist der Mitglied der Bruderschaft im Bruderschaftsgefängnis? Muss ich das verstehen? Muss ich wahrscheinlich nicht, aber ich würde es gern verstehen. Mehr Klammern? Die nehmen wir noch, danke. Basic. Es war immer Basic. Bitte wählen Sie eine Akte aus. Clark! CK3121. Häftling D. Clark, Rang, Anwärter, vergehen Diebstahl, Pflichtverletzung, Unterstützung des Feindes. Anmerkung, Anwärter Clark bleibt bis zum Prozess durch den Ältesten unter Arrest. Aha. Riss. Häftling L. Riss, Ritter, vergehen ungebührliches Benehmen. Anmerkung, aufgrund der heldenhaften Taten von Ritter Riss werden alle Anklagepunkte fallen gelassen. Ach so. Weil so heldenhaft ist, darf ein Arschloch sein. Cole. Häftling R. Cole, Rang Ritter, vergehen Alkohol- und Drogenkonsum während des Dienstes. Anmerkung, Ritter Cole zeigt weiterhin Anzeichen von Abhängigkeit, einschließlich Halluzinationen. Gelehrte Halen sollte sein ungewöhnliches und verstörendes Verhalten überwachen und verdächtige Aktivitäten an ältester Maxen melden. Status entlassen. Ja, komm, ich mach mal auf. Ich hätte auch vom Terminal aufmachen können, aber dann hätte ich die süßen 8 Erfahrungspunkte nicht gekriegt. Ich verstehe es zwar nicht, aber... Ich verschwinde hier. Ja, hau ab. Clark. So, Gefangenschaft ist doof. Daher machen wir aber alles auf. So, jetzt müssen wir hier immer noch... Safe... Oh, scheiße. Gelehrte Halen. Ich habe beim Schießen gar nicht drauf geachtet. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, wen ich erschossen habe. Und es war gelehrte Halen. Wir
fuck. Das finde ich echt nicht. Das war doch die. Das war die netteste von der ganzen Truppe hier, ganz ehrlich. Sowas ist doof. Sowas ist doof. Ich wollte die eigentlich. Naja, manchmal steht man einfach auf der falschen Seite. Legendärer Aspirant der Bruderschaft, der ist mit einer Rohrzange ausgestattet. Die Bruderschaft kann eigentlich nur verlieren, wenn sie ihre Anwärter mit einer Rohrzange ausstattet. Rohrzange. Spähdatenterminal. Oh, da muss ich reingucken. Hier werden Daten erspäht. Da spähe ich doch mal ganz kurz rein. Da bin ich doch der Lothar Späth der Bruderschaft. Oh Gott, der war schlimm. Also der Witz jetzt. Stopp. Das wär's. Das war Stopp. Corvega Fertigungsanlage. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Automobilfertigungsanlage, die wahrscheinlich eine vielversprechende Anzahl an technologischen Entdeckungen und Dokumenten bereithält. Der Ort wird von einer Raider-Gruppe schwer bewacht, daher rate ich zu äußerster Vorsicht. Also ich bin allein reingegangen, habe alle umgebracht. Dreimal. Cambridge Polymer Labs. Bei diesem Ort handelt es sich wahrscheinlich um eine ehemalige, noch einigermaßen intakte Forschungseinrichtung. Funktionsfähige Robotereinheiten scheinen dort aus unbekannten Gründen menschliche Forscher anwerben zu wollen. Wir vermuten, dass der Ort eine Verbindung zum Vorkriegsmilitär besitzt und daher äußerst gut für eine Durchsuchung und Bergung geeignet wäre. Warum habt ihr es nicht einfach gemacht? Watts Electronics. Dieser Ort ist ein ehemaliges Einzelhandelsunternehmen, in dem Roboter für den Einsatz im Haushalt und auch in begrenztem Umfang für geschäftliche Zwecke verkauft wurden. Eventuell sind dort nützliche technologische Entdeckungen und Ersatzteile zu erwarten. Warnung, an diesem Standort können sich aktive Robotereinheiten aufhalten. Das taten sie. Hallucigen. Hallucigen war eine Vorkriegsfirma, die nicht tödliche Waffeln für das Militär und die Polizei hergestellt hat. Dürfte wertvolle Aktivposten enthalten, die der Bruderschaft bei der Kontrolle von Menschenmengen behilflich sein könnten. Warnung, an diesem Ort dürften explosive oder gefährliche chemische Verbindungen vorzufinden sein. Big Johns Bergungen. Alter Schrottplatz, auf dem Rohmaterial zu finden sein dürfte, größtenteils Müll, allerdings gibt es hier und dort wohl auch ein bisschen Tech. Das Gelände ist außerdem überlaufen mit Supermutanten und könnte es eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine Säuberungsmission bieten. Das wäre ja ausgezeichnet. Eine Ausgabe von Pistolen und Patronen. Geil. Schusswaffen versuchen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Oh, warte, den Superkleber muss ich auch noch mitnehmen. So, wen haben wir hier alles weggenatzt? Gelehrter Anwärter. Gelehrte Eule. Hier ein richtiges Chemielabor drin. Ach, deine Mutter legt sie um. Gladius Personalterminal. Da muss ich jetzt nicht reingucken, um mich zu erinnern, dass sie eigentlich ganz nette, anständige Leute waren. Die ich gerade alle umgebracht habe. Gelehrte Halens Terminal. Nein. Das wäre ein bisschen schmerzhaft, vermute ich. Ad Victoriam. Ja, Ad Victoriam. Ist da irgendwas? Ich will... Ah, den Kleber wollte ich. Danke. Raus will ich jetzt nicht. Obwohl da wahrscheinlich noch eine Leiche liegt. Das hatte ich sowieso nicht vor. Mit am Leben lassen und so. Kommt mir gar nicht in die Tüte. Das einzig etwas nervige an diesem Gleisgewehr ist das Rumgezische die ganze Zeit. Muss ich einfach mal ehrlich anmerken.